Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Schlafprobleme. Dieses Thema kommt immer wieder auf uns zu und es wird immer wieder, versuche ich das auch mit Ärzten zu diskutieren, die über irgendwie Melatoninmangel sprechen, über Stress und dass man am Abend vielleicht auch wenig Blaulicht haben müsste und sie kennen das alles. Aber meines Erachtens hat ein ganz wichtiger Punkt bisher total gefehlt, nämlich die Schlafqualität innerhalb eines geeigneten Bettes. Und was wir darauf achten sollten, wie ein Bett aussehen sollte, vom Rost, vom Matratze, vom Bett selbst, vom Gestell und, das sind meiner Erachtens ganz bedeutsame, wichtige Punkte. Wir möchten Ihnen das heute näher bringen und ich habe mir erlaubt, einen Schlafprofi aus der Schweiz einzuladen, der uns da ein bisschen sensibilisieren kann, auf was wir zu achten haben. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast zeigen, der Schlafprofi Andreas Lange. Ganz herzlich willkommen, lieber Andreas. Ja, hallo. Guten Morgen, Alexander. Vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf. Sehr gerne. Nach langer Zeit. Ja, es war schon mal vor 3-4 Jahren warst du mal da. Aber es ist höchste Zeit, das mal wieder zu erwähnen, auf was wir da eigentlich zu achten haben. Aber zuerst noch zu dir selbst. Seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich mit dem Schlafkomfort eines geeigneten Schlafplatzes? Begonnen habe ich da 2006 in Heiden, im Appenzeller Land, nach einem persönlichen Eigenerlebnis. Okay. Sage ich mal, ich habe in diesem Moment, möchte ich sagen, behaupten, meine Berufung gefunden. Heute ist es ja so, es gibt ja bei dir, also auf die Art und Weise, wie du arbeitest, keine 0815-Lösung, sondern es gibt eigentlich immer individuelle Lösungen, weil der Mensch ja eigentlich in sich überall ein bisschen anders ist, vom Rücken her, dass dieser schön aufliegt, das vom Gewicht her, von der Größe her, von der Breite her, von der Länge und. Das sind ja sehr individuelle Lösungen, die du heute eigentlich gefunden hast. Aber fangen wir vielleicht einfach mal an. Bei einem Bett sehe ich am Anfang immer zuerst den Rost. Denn er rost. Sagt man Rost, oder? Es gibt starre Standard-Lattenroste. Das ist so das, was am Markt üblich ist. Und es gibt halt Konzepte, wo der Rost quasi hin zum Körper geht. Bei dem Standard-Rost ist es ja so, dass wenn ich in der Tiefschlafphase entspannt, komplett entspannt bin, dann falle ich ja mein Doppel-S, die Wirbelsäule, brauche eigentlich dann auch eine Unterstützung. Und dann bin ich auf die Matratze angewiesen. Der Rost unten hat eigentlich keine Arbeit nach oben zu meinem Rücken hin. Dazu sind die Matratzen in der Regel auch viel zu dick. Und wir haben an diesem Punkt damals schon angesetzt und haben es umgedreht angefertigt oder vom Konzept her. Das heißt, wir brauchen einen doppellagigen Rost, ja. Ich nenne das Rollrostsystem. Ergoflex ist vielleicht guter Begriff, ergonomisch flexibel. Ja, denn meine Wirbelsäule ist ja auch als Doppel-S, kann man sich vorstellen. Dann brauche ich etwas, was dort hineinrollt. Und dann darf ich aber nicht den Fehler machen, eine zu dicke Matratze zu wählen oder eine zu feste Matratze. Ich muss dann tatsächlich eine hochelastische, etwas dünnere Matratze auflegen, damit die Wirkung dieses Natur-Rollrost-Systems von unten nach oben zu meinem Rücken hin entsprechend zur Entfaltung kommt und ich spüre, oh, da unterstützt mich jetzt etwas. Weißt du, das habe ich eben nie ganz verstanden. Wir haben einen Rost und dann alles ist da drauf schon so wackelig und flexibel. Und dann haben wir eine Matratze drauf, die auch wieder wackelig und sich anpasst. Warum mussten zwei anpassungsfähige Module übereinander sein? Bringt das überhaupt was? Ja, man muss jetzt wieder verstehen, wir haben in der Wirbelsäule, die besteht aus Bandscheibenschwämmchen oder Bandscheibenwürfeln. Da haben wir je nach Körperlänge zwischen 20 und 25 von diesen kleinen Schwämmchen. Ja, und diese Bandscheiben werden ja tagsüber, wenn ich stehe, arbeite, mich bewege, werden die quasi ein bisschen zusammengequetscht. So, jetzt kann so eine Bandscheibe an Flüssigkeit einen Millimeter verlieren auf den Abend. Wenn wir jetzt sagen, wir haben 25, dann reden wir von 2,5 Zentimeter, wo der Mensch von morgens auf abends quasi schrumpfen kann. Vielleicht hast du das schon gehört. Ja, genau.
Und hier greife ich eigentlich schon ein bei dem Schlafsystem, wenn ich ein ergonomisch flexibles System habe, was durch die Matratze hindurch wirkt auf meinen Rücken oder auch in der Seitenlage, habe ich ja die Taille, dann ist es wichtig, dass ich da eine Unterstützung bekomme. Und wenn ich sagen darf, es findet ein Streckeffekt statt. Mhm. Also den spüre ich vor allen Dingen in der Rückenlage, dass jetzt die Bandscheiben quasi entklemmt werden. Und also durch das Loslassen, durchs Loslassen. Ja, durch das Loslassen. Ich falle nicht in diese klassische Hängebrücke. Ja, diese Bilder sehen wir ja häufig. Mhm. Und ich spüre das vielleicht auch. Ich bin da haltlos. Ja, und dieses Gestütztsein bedeutet auch, dass mir jetzt die Bandscheiben mit entklemmt werden. Das heißt, eine entklemmte Bandscheibe kann wieder regenerieren über Nacht. Das heißt, es braucht wieder diese Flüssigkeitsaufnahme, die Nahrung. Und die kommt durch die Entspannung danach. Durch die Entspannung. Und das ist ja genau etwas, was ja sehr viele Menschen auch haben. Rückenschmerzen, Bandscheibenproblematiken und. Und man macht vieles, aber dass man diese Entspannung im Bett ebenfalls priorisiert oder auch betrachtet, das fällt eigentlich völlig weg vom Schirm. Ja, das ist richtig. Die Menschen sollten sich vielleicht hier ein bisschen mehr einlassen auch. Mhm. Und ich denke, wichtig, das ist auch etwas, was ich ja gerne anbiete, dass wir sagen, wir machen Service, wir beraten den Menschen erstmal. Ja, ich muss natürlich sehen, wen habe ich jetzt vor mir, was hat der für Schlafeigenschaften, was ist er vom Typ her, von der Bauweise, ne? Ist er groß, schlank, etwas korpulent, wo sind die Gewichte? Und wie schläft er? Rückenschläfer, Bauchschläfer? Ja, genau. Seitenschläfer. Was sind da die wichtigen Merkmale? Mhm. Und gerade da kann ich natürlich in der Beratung gut ansetzen und mit dem Rollrüstsystem, dem ergonomisch flexiblen System, habe ich dann natürlich auch Möglichkeiten, das System selber auch nochmal an die Körpereigenschaften der Person anzupassen. Wir schauen uns das auch gleich noch an, aber vielleicht noch eine andere Frage. All wie viele Jahre sollte man eigentlich eine Matratze ersetzen und muss man auch einen Rost ersetzen? Gibt es da so pauschale Aussagen? Gut, beim Rost sage ich mal, das hängt wirklich davon ab, wie die Standardroste aufgebaut sind. Die sind aber in dem Zusammenspiel ja nicht wichtig, weil in der Regel ist dort eine dicke Matratze drauf und da gilt einfach die Faustregel, nach 10 Jahren aus hygienischer Sicht sollte man mal wieder wechseln. Kommt hinzu, dass ja auch die Schäume durch Körperwärme, durch Schweiß, Schwitzen, Feuchtigkeit dann mittlerweile im Laufe der Jahre auch ihre Elastizität verlieren. Und das ist nicht förderlich, denn da sollte man auch unbedingt drauf achten. Die Durchblutung beim Liegen sollte immer positiv unterstützt werden. Das heißt, ich sollte nicht zu harte Auflagen haben. Weil dann, wenn ich mehrere Stunden natürlich in einer Position liegen sollte, wird meine Durchblutung nicht bestens unterstützt, wenn ich eine zu harte Auflage habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut rübergebracht habe. Also ich sehe es bei mir, meine Matratze ist jetzt irgendwie 25 Jahre alt. Ja, ich glaube, es geht aber bestimmt vielen Menschen so, dass man sich mal eine gute Matratze leistet und meint, sie hält ein Leben lang. Ich stelle aber fest, dass ich morgens aufstehe und Rückenschmerzen habe plötzlich, gehe aber ohne Schmerzen ins Bett. Ja. Und das denke ich, da ist höchste Zeit, mal was zu ändern. Und ich mag mich noch erinnern, bei meinem Liegetest auf diesem Rost alleine, da brauchte ich ja überhaupt keine Matratze und habe gedacht, das gibt's auch gar nicht, wie dieser Rost, das sich vollständig an meinen Körper anschmiegt. Und das schauen wir uns jetzt auch schnell an. Wir haben hier ein paar Bilder, vielleicht kann das die Redaktion kurz zeigen. Ich kenne das noch, du hast das letztes Mal, wo du zu uns gekommen bist, du auf der Schulter getragen. Richtig. Es war so leicht. Hier sieht man das. Und kannst du das vielleicht kurz erklären? Gut, links sehen wir den herkömmlichen starren Lattenrost. Mhm. Da tue ich in der Regel, kaufe ich mir eine 18 bis 25er Matratze drauf.
Und rechts sehe ich halt das Rollrost-System. Der Vorteil ist, absolute Vorteil ist die Hygiene. Ich kann nämlich jederzeit die Rollmatratze und den Rollrost hochklappen und kann sehr schön von oben jetzt mit dem Staubsauger arbeiten. Mhm. Und bei diesem Rost hat es jetzt zweimal so diese Stäbe drin, oder? Es gibt quasi eine untere Lage mit 39 Leisten, eine obere Lage. Und dazwischen haben wir einen Elastikkörper, 10 cm hoch, so dass der Elastikkörper besteht aus Sojaschaumstreifen. Dadurch habe ich diese Elastizität, die Beweglichkeit, wenn oben jemand drin liegt, entsteht automatisch die Anpassung an die Figur der Person. Egal, ob er jetzt groß, klein, schwer, leicht ist. Bei ganz schweren Personen habe ich dann noch zusätzliches Zubehörmaterial, was ich zwischen diese Hohlräume einschiebe, um auch für die schwereren Personen einen Ausgleich zu schaffen. Das heißt, ich kann an der Stelle jederzeit die Härte nochmal kompensieren. Mhm. Ja, dafür braucht der Kunde mich nicht, sondern das kann er dann selbst tun. Er bekommt ja auch immer bei der Auslieferung eine perfekte Einweisung. Und ansonsten sind wir natürlich auch jederzeit telefonisch mit Rat und Tat, stehen wir zur Seite. Aber es ist so unkompliziert. Ich bekomme sehr selten Anrufe von meinen Kunden. Ich höre einfach dann nach 2 Wochen mal oder 4 Wochen, wenn ich nachfasse oder nachfrage, alles gut, alles super. Und ganz selten muss ich mal irgendwo noch etwas korrigieren, wenn es um die Härteregulierung geht. Also ich hatte das Gefühl, ich brauche gar keine Matratze mehr, wo ich nur auf diesem Rost gelegen bin, weil er ist ja eigentlich quasi eine Matratze zwischendurch, oder? Richtig. Es ist natürlich so, wenn du jetzt nur Rückenschläfer wärst, könnte das funktionieren. Ah, okay. Würde das funktionieren. Mhm. Aber in dem Moment, wo du auf die Seite gehst, dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben den spitzen Schulterknochen. Wir haben dann vielleicht eine knochige Hüfte mit wenig Fleisch. Du bist ein schlanker Mensch. Ja, es tut schon immer mehr weh. Dann würde es in dem Moment Druck erzeugen und die Durchblutung würde ja nicht mehr funktionieren. Und deswegen braucht es schon eine Matratze, wobei ich hier sagen muss, ist sehr wichtig. Jetzt kommt die hochelastische Matratze nur in Frage, damit das System auch perfekt unterstützt wird. Dieses flexible, ergonomisch flexible System braucht jetzt auch eine anpassungsfähige Matratze. Das heißt, wir wollen ja die Durchblutung fördern. Auf der einen Seite sollst du jetzt nicht quasi einen Überdruck spüren vom Rollsystem darunter. Auf der anderen Seite möchtest du ja ein angenehmes, zum Beispiel Seitenlagegefühl haben im Schulter- und Hüftbereich. Und genau diese Komposition, dieser Mix, der macht es aus. Das Zusammenspiel zwischen ergonomischem flexiblem Rollrost, der elastischen, hochelastischen Matratze. Und hier verwenden wir entweder eine Sojaschaummatratze mit Sojaöl, hohen Sojaölanteilen oder halt das klassische Thema Latex. Ja, Naturlatexmatratze. Das sind die zwei Möglichkeiten, um diesen Rost letztendlich perfekt zum Arbeiten zu bringen. Und oben kommt dann immer das an, ich fühle mich sehr wohl, ich bin unterstützt, ich fühle mich unterstützt und ich bin aber kuschelig, heimelig eingebettet im Schaumstoff. Also ich kenne das, wenn ich eine Seitenlage habe und der Arm da unten ist, irgendwie tut es plötzlich weh, oder? Genau. Und das hatte ich dazumals nicht, wo ich das getestet hatte. Also da haben wir natürlich auch einen Schulterbereich, den müssen wir entsprechend auch anders gestalten. Das heißt, in unserer Produktion, wenn wir seitlich haben wir die zwei langen Rollroststreifen. Dann gibt es den Schulterbereich. Dort wird zum Beispiel ein viel weicherer Schaum eingelassen. Ja, das ist so ein Bereich 35 cm unterhalb des Kopfkissens. Also erst kommt das Kopfkissen, dann kommt ja der Schulterbereich, weil du liegst in der Regel, solltest du mit dem Kopf, mit dem Schulter-Nackenbereich vor dem Kopfkissen liegen. Und deswegen haben wir eine Schulterzone. Und diese Schulterzone ist ungefähr 35 cm. Hier verwenden wir dann extrem dünne, elastische, hochelastische Eschenleisten, die dann auch ermöglichen, dass die Schulter wirklich entsprechend gut nachgibt und ich hier oben trotzdem eine Entspannung fühle. Ja, leicht gestützt sein, aber immer noch sehr schön entspannt. Und dann passiert ja genau das, was du angeregt hattest. Mir schläft der Arm dann halt nicht mehr ein. Dafür ist gesorgt.
dass eine Durchblutungsproblematik nicht genau mehr da ist. Ja. Hier in diesem Bild sieht man, dass es eben ein doppelter Rost ist eigentlich, genau, und zwischendurch eben diese Elastizität ist und das nachgibt. Wir gehen mal eins weiter. Hier sieht man nur ein Bett, wo man es zurückgezogen hat, oder? Richtig. Also der Vorteil ist immer, ich rolle bei den Rollmatratzen, mhm, und dem Rollrost. Das Wort Rollen heißt auch beim Bett, bei der Betthygiene. Ja, ist ja auch mal ein wichtiges Thema. Man möchte vielleicht mal durchlüften, was ja empfehlenswert ist. Wir reden jetzt hier, oder wir liefern Naturprodukte. Ja, dann ist es auch immer wichtig, dass alles mit viel Holz, mit entsprechenden Stoffen. Die haben es gerne, wenn sie mal ein bisschen Sauerstoff bekommen. Das heißt, wenn ich durchlüfte, dann darf ich die Matratze und den Rollrost halt kurz aufklappen. Der Vorteil ist, ich kann nebenbei noch fix mal eben von oben Staub saugen. Mhm. Ja? Das sieht man hier in diesem Foto wieder wunderbar. Auch da habe ich klassischerweise mal auch die Möglichkeit, die Kopfhochstellung. Viele, mhm, der älteren Kunden fragen, ja, ich möchte vielleicht mal lesen im Bett. Dann gibt es auch eine Kopfhochstellungsmöglichkeit. Mhm. Und der Rollrost passt sich ja eh den Situationen sehr gut an. Also was meine Frau noch gesagt hat, wir haben so eine sehr schwere Matratze und wenn sie das Bett wieder anzieht, da kriegt sie fast Schweißausbrüche. Es ist unfassbar schwer. Wir haben die mit T am Anfang und mit U am Schluss. Ja. Und die ist ja wirklich gigantisch schwer. Und hier, das hat man wirklich, mit zwei Fingern kann man diese Matratze, ja, zurückziehen, oder? Und also, genau. Wir haben hier im Grunde genommen eine 11 cm Sojaschaummatratze. Das ist hier, genau, dazwischen, zwischen diesen zwei Rost, oder? Nein, die zwischen dem Rost sind nur Streifen. Aha, ja. Und das ist jetzt schon eben die Oberseite von der Matratze gewesen. Ah, okay. Mhm. Ja, da sieht man auch die gute Längs- und Querbelüftung. Ja, mhm. Das heißt, hier ist der Feuchtigkeitsabtransport sehr gut gewährleistet. Ja, die Matratze nimmt mich auch durch diesen Würfelschnitt sehr gut auf. Wir reden jetzt vom obersten Teil, oder? Ja, das ist jetzt das System Alex, quasi eine Art Boxspringmatratze, wo ich einen Topper noch oben drauf fixiere. Mhm. Ja, ich habe natürlich auch Kunden, die sagen, ich habe mir ja gerade erst einen teuren Rost gekauft. Ich möchte den eigentlich jetzt nicht wechseln. Ich verstehe ihr System. Mhm. Aber ich würde doch einfach jetzt in der Überbrückung anfangen mit einer guten Matratze. Und jetzt komme ich wieder zu dem Wort Baukastensystem. Baukastensystem heißt, ich habe jetzt hier eine zweiteilige Matratze erzeugt, die der Kunde auf seinem normal herkömmlichen Lattenrost anwenden kann. Ach so. Diese Matratze hat einen sogenannten Topperteil oben. Mhm. Da kann ich jetzt einen Visco-Memory-Schaum, einen Gelschaum, einen Sojaschaum, einen Latex reinlegen. Auf der unteren Seite der dickere Teil, der höhere Teil, der ist 11 cm, der obere ist 8. Das ergibt eine 19er Matratze für herkömmliche Lattenroste. Vollkommen ausreichend. Ich kann aber jederzeit die Matratzen kehren. Das heißt, ich mache den Topperteil nach unten und nehme den unteren Teil und schlafe auf dem. Der ist einfach vom Haus auf fester. Das heißt, hier kann der Kunde selber auch entscheiden, wie er sich gerade fühlt. Wir sind nicht immer gleich drauf. Das ist so. Mit zunehmendem Zeit, man hat diese Sachen ja dann auch 10 Jahre zu Hause, bin ich einfach flexibel. Ich habe eine Wechselmatratze mit zwei verschiedenen Härtegraden. Mhm. Ja. Wenn ich aber später sage, das ist mir jetzt nicht genug, dann baue ich die Matratze wieder auseinander. Denn sie ist ja zweiteilig. Und hat, wie du gesehen hast, vielleicht, mhm, einen Verbindungsreißverschluss. Ja. Ja. Dieser Verbindungsreißverschluss, den öffne ich einfach. Dann habe ich zum Schluss einen Topperteil und einen Matratzenteil. Und diesen unteren Matratzenteil, den nehme ich dann wieder für das ergonomische Rollrostsystem. Mhm. Ja. Denn da brauche ich weniger Matratze. Da brauche ich nicht diese 19er. Also der Kunde, mhm, selbst wenn er startet mit einer Matratze bei uns in dieser Art, kann er jederzeit ergänzen. Mhm. Ja, ich muss das, was ich schon gekauft habe, nicht wegtun. Ja. Okay. Also Baukastensystem, ja, so durchdacht, dass ich verschiedene Variationen zusammenstellen kann und was der Kunde schon mal angeschafft hat, dann gibt es einen Ergänzungsteil.
In dem Moment sprechen wir wieder vom ergonomischen Rollrost-System. Also ich brauche auch, wenn ich jetzt einen Holzrahmen habe, nicht einen neuen Holzrahmen zu haben, sondern ich kann solche Systeme ins bestehende System einbauen. Richtig. Auch wenn ich Sondergröße habe, 220 lang oder weiß Gott, was ist, das ist alles kein Problem. Können wir gerne kurz drauf eingehen? Ja, okay, aber Moment, ich habe da ein Foto. Das ist jetzt eine Schaum da. Ja, genau. Das ist die Rückseite zum Beispiel von der 11 cm Sojamatratze. Mhm. Auf der kann ich auch schlafen. Das ist einfach eine andere Härte. Wenn ich die Matratze umdrehe, habe ich oben die Schokoladenseite. Das heißt, es sieht wirklich aus wie die Tafel Schokolade. Ja. Ja, bildlich. Warum? Und in der Regel empfehle ich meinen Kunden, schlaf bitte auf der Schokoladenseite. Aber nichtsdestotrotz hast du die Möglichkeit, wenn du sagst, du möchtest ein bisschen fester liegen, anders, du möchtest es anders wahrnehmen, spüren, dann drehst du den Matratzenkern um. Mhm. Und du liegst auch auf dieser Seite positiv. Und hier sieht man es ganz besonders. Und genau das war so eindrucksvoll auch bei mir. Ich hatte das Gefühl, ich hätte nicht eine Druckstelle im ganzen Körper. Richtig. Wo ich mit Anzug und Schuhe draufgegangen bin. Hier sieht man, die Hüfte liegt nicht zu hoch, die sinkt schön ab, aber auch nicht zu tief. Die Schulter ist gut versorgt. Und im Taillenbereich siehst du vielleicht auch den kleinen Bogen. Ja. Mhm. Das heißt, hier unterstützt das Rollrüstsystem durch die elastische Matratze diesen Taillenbereich. Ja. Also es fällt nicht zu weit runter, sondern es drückt wieder ein bisschen rauf. Ja, genau. Es geht darum, diese Unterstützung zu spüren. Mhm. Erst dann, wenn ich hier dieses Gestützgefühl erzeuge, dann passiert hier oben so etwas von, jetzt kann ich ja loslassen. Ich bin geschützt, ich bin unterstützt, ich bin geschützt. Das merke ich immer wieder beim Probeliegen meiner Kunden, dass sie sagen, ja, das fühlt sich toll an und ich kann wirklich mal loslassen. Ich muss auf nichts achten, mal schlafen, entspannen, loslassen. Mhm. Darum geht es eigentlich beim Schlafen. Und so sieht dann das Ganze aus. Und das ist schon eine große Wissenschaft dahinter. Also ich sehe hier nämlich auch ein spezielles Holz als Rahmen. Dann eben dieser Rost unten, dieser doppelte und die Matratze darüber. Und dann hätte man eigentlich eine ganz, ganz tolle Lösung, um zu sagen, hier eine Präventivmaßnahme zu ergreifen, dass man gar nie richtig in Rückenschmerzen kommt oder Bandscheibenproblematiken, sich wieder eigentlich entlasten können, entspannen können. Richtig. Die, was wir jetzt hier sehen, ist nicht eine Doppelmatratze, das möchte ich schnell sagen. Das ist zwei einzelne. Das empfehlen wir grundsätzlich, weil gerade Mann und Frau ist immer so, dass es fast immer Gewichtsunterschiede gibt. Mhm. Und die Schlafverhalten sind auch bei den Menschen unterschiedlich. Daher empfehlen wir einfach grundsätzlich zwei einzelne Systeme, auch zwei einzelne Matratzen. Mhm. Ich kann aber jederzeit eine dünne matratzenschonende Auflage drüber ziehen. Das sieht man auf dem Foto ganz gut. Deswegen, es sieht vielleicht aus wie eine Matratze, aber es sind zwei darunter. Und somit habe ich das minime Gräbli, wo die jüngere Generation immer darauf hinweist, gibt es nicht. Okay. Das ist kein Problem. Die Beweglichkeit bleibt trotzdem erhalten, weil diese ganz dünnen matratzenschonende Auflagen, und das kann auch ein Molton sein, durchgängig ist, das unterstützt das ganze Liegesystem trotzdem. Und wer es noch schöner haben will, der hat dann einen Zirbelholz ringsherum als Rahmen. Das ist der Zirbel, oder? Richtig. Wo ich da hier habe. Weil hier weiß man ja auch schon aus vielen wissenschaftlichen Studien heraus, dass hier der Schlafkomfort noch höher ist, weil Zirbel, dieser Duft nach Zirbel, über unser lymphisches System letztendlich eine Wirkung erzeugt und uns entspannen lässt. Habe ich das richtig interpretiert? Das ist korrekt, ja. Zirbenholz ist natürlich durch die ätherischen Öle in dem Holz, in der Schweiz sagen wir ja Arfenholz. Zirbenholz ist der Begriff in Europa. Mhm. Deswegen verwende ich gerne beide Worte, damit der Zuschauer weiß. Also Arfe und Zirbel ist das Gleiche? Ja. Oh, wie peinlich, wusste ich nicht. Okay. Muss nicht peinlich sein. man kann eigentlich sehr viel wissenschaftliche Belege finden im Internet über das Thema Zirbelholz, Arfenholz. Die Wirkungsweise eben für einen tiefen, entspannten, gesunden Schlaf. Es wird auch hier und da, was ich gehört habe, in der Burnout-Therapie eingesetzt. Mhm. Es fördert grundsätzlich mal den tiefen, entspannten Schlaf.
Das sollte man nicht außer Acht lassen. Ein wohltuend, gut schmeckendes Schlafzimmer, ja, das hat natürlich eine sehr positive Wirkung. Mhm. Und von dem her ist auch momentan ein Trend zu erkennen, hin zum Zirben- oder Arfenbett. Und hier haben wir natürlich auch einen Ansatz gefunden, wenn ich mit einem Naturbett-Schlafsystem zum Kunden gehe, dann sollte ich auch versuchen, den Schlafplatz wirklich metallfrei zu haben. Und da ist auch der ganze Rost, alles drum und dran, hier ist metallfrei. Richtig. Ja, das ist eben schon wichtig, wenn man bedenkt, Metall zieht den Elektrosmog an. Richtig. Elektrosmog geht den Weg des geringsten Widerstands ab in die Metalle und dann lädt sich das auf und dann gibt es diese Probleme. Nun, die Sendezeit ist schon fast durch, aber wir werden natürlich noch tiefer in die Materie eintauchen. Aber nochmals, ganz wichtig für mich ist auch, man sollte die Katze nie im Sack kaufen, oder? Ja, aber das ist richtig. Wenn es um das Thema Schlafberatung geht, arbeiten wir so, dass wir den Interessenten entweder in unserer Ausstellung in Group beraten können. Dort haben wir ein Bettencenter mit verschiedenen Betten, Bettmodellen. Und wichtig ist dann wirklich, dass ich mit der Person mir eine Stunde Zeit nehme für eine gute, intensive Beratung. Und ich darf versprechen, Sie spüren sofort den Unterschied. Mhm. Was aber noch viel interessanter und einfacher ist heutzutage, ich mache mir die Mühe und gehe zu Ihnen nach Hause. Wie du vorhin gesagt hast, wir haben einen Rollrost, ja, wir haben eine Rollmatratze, wir haben einen Einlegerahmen, ein Stecksystem. Das bekomme ich sehr leicht in meinen PKW. Ich fahre raus zum Kunden, wenn er mich mit mir einen Termin abmacht. Und wir machen die Beratung daheim in dem vorhandenen Bett beim Interessenten. Der Vorteil ist, hier kann er wirklich den Unterschied zum jetzigen Status seines Bettsystems feststellen. Und dann haben wir das System daneben eingerollt. Und das ist so gravierend, dass ich fast jedem empfehle, bitte rufen Sie mich an, machen mit mir einen Termin ab, unverbindlich. Und ich bringe die Dinge mit. Wir können Probeliegen machen bei Ihnen daheim. Und das Beste ist, wir geben 30 Tage Rückgabegarantie, ja, dass wirklich der Schlaf für Sie nachher perfekt ist. Und wir leben heute auch wirklich sehr viel über Referenzen, Empfehlungen. Und wir bieten auch einfach diesen Service an. Ja, du hast mich total überzeugt. Weißt du, wenn man nicht sofort plump verkaufen will, sondern wirklich schauen, dass dem Gast, dem Kunde gut geht und richtig, erst dann daraus letztendlich ein überzeugter Kauf stattfindet, da bin ich voll bei dir. So sollte es auch sein. Aber in Tat und Wahrheit kaufen wir uns heute diese Dinge aus dem Großhandel, aus großen Einkaufszentren und denken uns gar nicht viel dabei, obwohl hier eine große Wissenschaft dahinter steckt. Dieses Konzept ist kein Massenartikel. Dieses Konzept ist wirklich ein bisschen beratungsintensiv und es braucht dieses Mensch zu Mensch, diesen Austausch. Mhm. Ja, ich muss wissen, was hat der Mensch für Bedürfnisse und ich kann das ja vor Ort gerade auch alles ihm sofort so einstellen, dass er sich wohlfühlt. Klar. Und wenn er dann rüberhüpft auf die andere Seite, es ist, es ist dann selbstredend. Mhm. Ja. Ich habe noch auf deiner Homepage mal noch ein bisschen reingeschaut und auch ein bisschen die Preise angeschaut und war ich total überrascht, denn man könnte jetzt eigentlich denken, dass also eine individuelle Lösung kaum finanzierbar ist, aber das ist es ja überhaupt nicht. Ja, es ist so, dass wir seit 2 Jahren unseren Vertrieb umgestellt haben. Wir sind auch mehr jetzt in die Produktion gegangen. Mhm. Das bedeutet direkt ab Fabrik zum Kunden, ohne Zwischenhandel. Mhm. Und dadurch ist es möglich, zu sehr fairen Preisen sehr hochklassige Ware abzuliefern. Mhm. Ja, wir sind nicht billig, wir sind nicht teuer, wir sind die Mittelklasse, liefern aber immer in der Hochqualitätsklasse. Mhm. Ja, wenn ich das so ausdrücken darf. Ich denke, das ist verständlich. Ja, ja. Wenn der Zuschauer jetzt noch weitere Informationen haben möchte und sich ein bisschen durchschauen will, was es da alles für Möglichkeiten gibt, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo du jetzt den Leuten empfehlen könntest? Dann empfehle ich euch mal die www.schlafprofis.ch durchzustöbern. Mhm. Dort gibt es verschiedene Videos, verschiedene Informationen. Und auch unseren Bettenkatalog,
zum Abrufen, zum Betten anschauen. Und nochmal www.schlafprofis mit S. Und wenn sich Deutsche und Österreicher jetzt suchen, ist das, kann man das alles auch über euch jetzt mal anschauen oder sich informieren? Richtig. Wir haben auch Partner in Deutschland und Österreich, wo wir diesen Service mit abdecken können. Wow, ja, großartig. Durchaus. Super. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Andreas. Ja, Andreas dir. Lange war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach um Ihnen einmal eine andere Sichtweise auf Rückenprobleme, auf Schlafprobleme zu spiegeln. Denn ich lese in wissenschaftlichen Studien, dass immer mehr, bis zu 60% der Menschen heutzutage in der Schweiz und in Österreich oder in Deutschland an Schlafproblemen leiden. Und ich leider nie etwas höre über die Qualität des Bettes und der Matratzen und des Rostes. Und deshalb war es ein Anliegen, hier einfach mal eine erweiterte Sichtweise zu zeigen, auf was man auch noch achten könnte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, einen guten Schlaf und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.